Ja, der Game Master ist jetzt auch in Brookhaven. Und in den Kameras kann ich sehen, dass sich Lami und Emily auch in Brookhaven befinden. Oh Leute, habt ihr mich vermisst? Den Game Master, freut ihr euch auch, dass ich auch in Roblox Brookhaven dabei bin? Oh Lami und Emily, heute werde ich versuchen, Emily umzuschnetzeln. Ja, und ich werde es schaffen. Ich werde Emily entführen und dann umschnetzeln, ja! Oh, Emily, guck dir das mal an. Es regnet. Das Wetter ist heute mega blöde. Oh, hast du einen Regenschirm für uns? Oh, natürlich habe ich einen Regenschirm. Bitteschön. Und jetzt können wir uns hier beide schön, beschützen. Lami. Oh. Guck mal, er hat auch noch einen Regenschirm. Aber Emily, bei diesem Wetter können wir ja gar nichts machen. Eigentlich wollte ich mit dir ein bisschen schwimmen gehen. Schwimmen gehen bei diesem Wetter? Oh, das ist viel zu lebensgefährlich, Lami. Oh, da hast du recht. Vielleicht kommt ja ein Donner ins Wasser und dann werden wir alle umgeschnetzelt. Das wäre gar nicht gut. Aber, hey Freunde, ich bin's Lami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und schreibt noch gerne ein nettes Kommentar in die Kommentare, damit wir sehen, ihr wollt mehr von Brookhaven in Roblox sehen. Und Freunde, wenn euch diese Roblox Brookhaven Videos gefallen, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde uns auf jeden Fall mega, mega freuen. Und dann machen Emily und ich natürlich auch noch ganz, ganz viele Videos hier. Und Freunde, wenn ihr wollt, dann mache ich noch Brookhaven Videos mit anderen YouTubern. Zum Beispiel vielleicht mit Vitamine oder vielleicht auch mit Leo. Das wäre doch auch cool, wenn Leo oder Lea auch hier in Brookhaven sind. Oh, das wäre richtig cool. Die waren ja schon letztens hier mit uns in der Schule. Aber die haben ja noch gar nicht alles gesehen von Brookhaven. Ganz genau. Aber Emily, jetzt bei dem Regen, was sollen wir hier jetzt eigentlich machen? Wir müssen irgendwo in ein Gebäude reingehen. Oh, das ist eine gute Idee. Nicht, dass wir noch vom Blitz getroffen werden. Ganz genau. Also schnell. Wir müssen in irgendeinen Raum gehen. Warte mal, vielleicht einfach hier in den Kindergarten. So, hier sind wir auf jeden Fall von dem ganzen Regen geschützt. Und Emily, es hat aufgehört zu regnen. Oh, du hast recht. Warte mal, ich wollte gerade in den Pool gehen, aber da fehlt doch noch was ganz Wichtiges. Oh, stimmt, da hast du recht. Wir brauchen noch unsere Badesachen. Oh, ja, ganz genau, Lami, sonst werden unsere Klamotten komplett nass. Oh, da hast du recht. Na gut, dann würde ich sagen, ich hole mal ganz schnell meine Badehose und du musst hier warten, okay? Okay, ich reserviere schon mal ein Handtuch, aber bitte beeil dich. Alles klar, ich beeile mich. Bis gleich. Bis und gleich. Badesachen, ich komme. Oh, wen sehe ich denn da? Das ist doch die kleine Emily und Lami ist weggelaufen. Oh Leute, das ist meine Chance. Die Chance für den Game Master. Ich werde jetzt Emily mit dieser Waffe einfach entführen, denn ich bin ein eiskalter Killer. Der Game Master schlägt zurück und das auch noch in Brookhaven. So, dann machen wir hier mal auf und raus aus meinem Geheimversteck. Und dann würde ich sagen, werden wir einfach die Emily entführen. Ja. So, ich glaube, da vorne ist sie. Und hey, du da, kleines Mädchen. Was willst du denn von mir? Erkennst du mich denn nicht wieder? Weißt du nicht, wer ich bin? Natürlich erkenne ich dich an deiner blöden Maske. Du bist der Game Master. Ganz genau. Und ich habe eine Waffe dabei. Und Lami ist nicht hier. Hier ist weit und breit niemand. Das heißt, du musst jetzt mitkommen oder du wirst sterben. Aber Lami wollte gleich kommen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, ich glaube, du verstehst den Ernst der Lage nicht. Du musst jetzt mitkommen, habe ich gesagt. Oh, okay, okay, ich komme jetzt schon mit, aber was hast du mit mir vor? Das wirst du schon sehen. Los, ab in diesen Raum da hinten. Warum
warum soll ich denn da hingehen? Ja, das wirst du schon sehen. Weiter, weiter, nicht nach hinten gucken. Einmal durchgehen, so, und nicht stoppen, nicht stehen bleiben. Einmal nach unten gehen, los! Nach unten? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich hab gar keine Lust auf sowas. Emily, Emily, wie lange habe ich auf den Moment gewartet, dich zu entführen? Und jetzt komm einmal hier nach unten, los, schnell! Hoffentlich kommt Lami ganz schnell und rettet mich. Wir sind unter dem Gebäude. Hier wird niemand hinkommen. Und kein Lami, kein Polizist schafft es hier rein, Emily. Bitte hilf mir doch jemand und holt mich hier jemand raus. Oh Mann, oh Mann. Jetzt halt die Klappe und bleib stehen. Oh, was ist das denn? Es ist schon dunkel geworden. Oh Mann, oh. Ich habe so lange gebraucht, meine Badehose zu finden. Oh Mann, aber jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich hoffe, Emily ist nicht sauer auf mich. Oh Gott, und trotzdem können wir, glaube ich, schwimmen gehen. Und Emily, ich bin da. Emily? Hallo? Warte mal. Ist sie sauer? Und ist nach Hause gegangen? Oh Gott, hey, Emily, komm raus, ich habe meine Badehose endlich gefunden. Oder versteckt die sich vielleicht hier oben in der Rutsche? Emily, ich weiß, dass du hier bist und... die ist ja wirklich nicht hin. Oh Gott, aber Moment mal, Freunde, wo ist denn Emily? Schreibt das mal jetzt ganz schnell in die Kommentare, ich brauche eure Hilfe. Emily ist verschwunden. Oh, Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Emily verloren, die ist einfach nicht mehr hier. Vielleicht ist sie ja wirklich stinkesauer und ist weggelaufen. Aber vielleicht, Freunde, ist dir auch was Böses zugestoßen. Oh, hey, du da mit der weißen Mütze. Moment mal, wer bist du denn? Suchst du vielleicht ein Mädchen mit blonden Haaren und einem gelben Oberteil? Ja, ganz genau. Das ist Emily, die suche ich. Wo ist sie? Es ist ein Notfall. Ich hab's nur von hinten gesehen, aber sonst war niemand hier. Aber ein maskierter Mann kam mit einer Waffe zu ihr und dann sind sie in den Raum gegangen. Moment mal, was? Ein maskierter Mann mit einer Waffe? Wer war das denn? Ich konnte ihn leider nicht erkennen, wegen seiner Maske. Das war so eine weiße Maske und er hatte noch einen schwarzen Anzug an. Eine weiße Maske und ein schwarzer Anzug? Sagt mir nicht, das war der Game Master. Was sucht er denn hier in Brookhaven? Aber hey, du musst auf jeden Fall ganz schnell in den Cleaners Room gehen. Sie wurde dorthin hin entführt. Oh Gott, ich danke dir. Warte mal, wie heißt du denn überhaupt? Ich heiße Lisa. Oh Gott, alles klar, danke Lisa. Warte mal. Hier in diesem Cleaners Room sind die. Oh Gott, was ist denn mit Emily passiert? Und Freunde, wusstet ihr das alles? Habt ihr das alles gesehen? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Aber eigentlich brauche ich doch eine Waffe. Moment mal, nicht, dass ich gleich erwartet werde und erschossen werde. Oh Gott. Hallo? Emily, bist du hier vielleicht irgendwo? Oh Gott. Ich glaube, dort hinten ist sie auch nicht, oder? Oh Gott. Moment mal. Hier gibt es doch bestimmt irgendeinen geheimen Schalter, oder? Einen geheimen Knopf oder sowas. Vielleicht gibt es hier einen Geheimraum. Hallo, vielleicht hier hinter der Kiste. Vielleicht hier auf dieser Lampe oder dieser Stuhl. Oh Gott. Oder vielleicht diese Lampe. Moment mal. Jetzt mal wirklich. Was ist das denn hier? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir schleichen uns einfach in diesen komischen Raum rein und... Hallo? Ist hier jemand? Moment mal. Emily? Emily, was ist passiert? Moment mal. Warte mal. Sie atmet nicht mehr. Sie atmet nicht mehr. Nein! Oh Gott. Emily, du musst zurückkommen, bitte. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich bin zu spät gekommen. Oh nein. Bitte. Und nochmal. Und nochmal. Und Emily, bitte steh auf. Lami, bist du das? Ich bin es. Moment mal, du atmest wieder. Was ist denn hier passiert? Oh, Freunde, wir haben Emily wiederbelebt. Du warst für einen ganz kurzen Moment tot. Aber warte mal, wer war das denn? Sag mir nicht, das war der Game Master, oder? Lami,
natürlich war das der Game Master und er ist in Brookhaven. Was? Oh nein. Oh, Freunde, wenn ich diesen blöden Game Master in die Finger bekomme, dann werde ich ihn auf jeden Fall umschnetzeln. Dieser kleine Bösewicht. Oh, Freunde, wenn ihr auf jeden Fall eine Fortsetzung sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und Freunde, was meint ihr? Wie soll es weitergehen mit dem Game Master? Sollten wir den auch mal entführen und dann mal umschnetzeln oder foltern? Schreibt einfach mal eure Ideen in die Kommentare. Aber Emily, ich bin so froh, dass es dir jetzt wieder gut geht. Oh, ich bin auch so fröhlich. Ich fühle mich wieder total gut. Meine Knochen fühlen sich so toll an. Oh, das ist super. Und Freunde, ich würde sagen, schaltet auf jeden Fall morgen bei dem neuen Video ein. Das wäre mega cool. Das würde mich auch mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und ciao. Tschüss.